Sehr grüßt zur nächsten Folge von Pflanzen gegen Zombies und diesmal mit der Rosi. Mal schauen, erste Runde, dass ich spiele. Ich habe keine Ahnung, was die kann. Die kann auf jeden Fall, also ihre Schüsse fliegen relativ langsam, aber hat eine relativ hohe Reichweite. Und der Schaden sollte auch nicht ohne sein. Was war das denn? Was? Aha. Interessant. Instant tot. Was ist das denn? Ist auch neu, der Motocross-Fahrer ist das so, glaube ich, dieser Motocross-Star. Mal gucken, wie ich mir zurechtkomme hier. Was kommt, wo der rumlungert? Okay, ist ja typisch. Ist ja typisch. Ja. Okay, das war ein bisschen weit hinten hingesetzt. Aber ist ja, kennt man ja aus dem ersten Teil genauso. Erstmal die, ja. Dass sie halt direkt vorm Spawn stehen und warten. Die schon abfangen. Ja, wie gesagt. Ich war jetzt gerade leicht verwundert, wenn ich ehrlich bin. Oh, der Clipboard steht direkt hier. Sehr süß. Jetzt mal, ach, die zwei, die ist ziemlich, die ist glaube ich ziemlich krass, die zwei. Nice. Und nämlich ziemlich Schaden. Wenn du direkt daneben stehst, dann immer das. Wie man, er hatte jetzt nur 18%. Er wäre fast gestorben. Wäre dieser scheiß Wicht-Suit nicht dort gewesen, wäre er auf jeden Fall tot gewesen. Das kann ich garantieren. Na, beschwören tue ich logischerweise immer noch nichts. Hab natürlich noch keine Packs gekauft, außer die, die Charakter-Packs, die mache ich zuerst, weil logischerweise ich habe nicht so viele Charaktere eigentlich, die ich frei erspielen, wie man kann. Deswegen mache ich das first. Und dann gehe ich auf die erstmal so auf Hilf-Packs etc. Ah, Mist, der war ordentlich bad. Was, der hat getroffen? War außerhalb der Range? Ist ja logisch. Wenn ich eine Rakete schieße, ich treffe mitten ins Face, überlebt. Ja? Wenn mich einer mitten ins Face trifft, instant tot. Das ist Standard. Ich kann nicht hier hoch. Hier kann ich hoch. Ja, verkacken. Camper. Kann ich auch. Ah, war nicht mitten ins Face. So, aber ein bisschen. Hallo. Boom. Was? Ich dachte, ich hätte ihn verwandelt. Ich habe an ihm vorbeigeschossen. Ich dachte, das wäre auch wie so ein Feld. Ich wusste nicht, dass ich instant, dass ich den direkt treffen muss. Ich dachte, das wäre so ein Feld wie diese Verlangsamung. Ich muss ja erst verlangsamen, dann. Ich muss so eine Combo draus machen oder so. Keine Ahnung. Das würde, ja. Ist egal. Schon am Garten. Kill. Nice. Kill. Nice. Jetzt hab ich's verstanden. Ziege! Ich habe ihn in eine Ziege verwandelt! Tu was! Pixelspaß! Ich habe ihn in eine Ziege verwandelt. Und ich war im Garten.
Ich habe Kills gemacht. I'm happy and I know it. Da komme ich nicht hoch. Mit dem Brand soll ich bestimmt da hochkommen. Okay, ein Suit, der verteidigt, ist natürlich, ne? Ist laut, Level 2. Was? Ha! Kann ihn in eine Ziege verwandeln? Wie geil ist das denn? Nein. Alter, der kriegt ultra wenig Schaden, ne, wenn er in dem Ding drin ist. Wenn er sich dreht. Nur 4 Schaden gerade bekommen. Der Typ eben hat, glaube ich, 20 Schaden bekommen. Also der ist ultra tanky während des Wirbelsturms. Ah, hier kann er auch. Ah, hier kann er so easy hoch. Eben von der anderen Seite hochgeklettert. Kann sein, dass die erste Runde immer 6 Minuten dauert ungefähr. Also. Du kleiner Wicht. Instant tot. Was? Nicht getroffen? Na, wie gesagt, er kriegt 2 Schaden. Er ist in dem Moment einfach. Kann man leider nur weglaufen. Ich dachte, ich könnte ihn einziegen. So eine Ziege machen. Wo komme ich? Erste Runde? Ne, immer verloren. Was? Steht der schon da oben? Tot ist er. Erste Runde verliere ich immer im ersten Garten. Der Gewinner im ersten Garten. Okay, jetzt ist da hier so ein OP-Wicht unterwegs. Hab einen Kill gemacht. Es gibt keine Verlängerung, obwohl ich im Garten bin. Haben sie, glaube ich, rausgemacht mit der Verlängerung. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Was wurde, glaube ich, entfernt. Dass wenn man im Garten rein ist, dass es dann, dass die Zeit bei Null ist und dann wirklich vorbei ist. Ah, trotzdem 7000 Münzen. Also 7500 insgesamt. Ich stehe natürlich nirgendwo dabei. Ziemlich auch gewundert. Ah, ich habe 9 Kills gemacht. Bin zwar auch 7-mal gestorben. Aber 9 Kills. Why not? Wir machen dann natürlich logischerweise auch direkt noch eine zweite Runde. Wahrscheinlich mit Captain Todbart. Haben wir noch eine Runde hier. The Liquid Duck hatten wir eben auch schon. Sir Uruk. Interessanter Name. Xie McFly. Flamingkarot. Flamingo eigentlich oder nicht? Chex. Marella PL. Hm. Kommt mir gleich bekannt vor. Matikus kam gerade rein. Ich bin schon Level 9. Okay, es geht am Anfang relativ schnell mit dem Leveln. Ich denke, später zieht sich das halt extrem. Also am Anfang geht es ziemlich schnell. Machen wir hier noch eine Runde und dann mal gucken, wie viel Time ich noch habe. Weil es ist ja Testversion. Ich habe nur 10 Stunden Zeit zum Testen. Ultra ätzend. Wenn ich ehrlich bin, 10 Stunden sind viel zu wenig. Viel zu wenig. Wäre geil, wenn man das bis ein, so wenn man das wirklich 7 Tage lang testen könnte. Boah, ich würde so abgehen. So suchten. Wenn es keine 10 Stunden Zeit wäre, sondern wirklich 7 Tage Zeit, bis es endgültig rauskommt. Holy, holy, holy. Der GT auf jeden Fall. Und zwar Captain Todbart. Logischerweise keine Variante von. Und wir müssen erobern, wie es aussieht. Luftballons. Map kenne ich auch nicht. Ich achte halt viel zu wenig auf die Maps, weil, wie gesagt, man kann ja versteckte Sachen finden. Gartenzwerge zum Beispiel. Vor allem die Maps sehen relativ schon ziemlich nice aus, muss man sagen. Da ist sehr viel, manche Sachen sehr viel Wert auf Detail gelegt worden. So, hier haben wir auch einmal die Nah-Variante, die sieht dann so aus.
Und die Fernvariante ist dann die hier. Dieser Teleport, ganz zufällig. Ich könnte mal eine Runde fliegen. Mit dem Papagei. Ist, boah, mit dem komme ich überhaupt nicht zurecht zurzeit. Der fliegt so ultra komisch. Was? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass die hier vorne steht. Das war nicht vorsichtig genug auf jeden Fall. Dann stelle ich mich halt hier hin. Ich habe gar keinen Wicht. Wow, die Cooldown ist trotzdem. Ist ja hart. Ist aber nicht so hoch. Deswegen. Sind es schon. Boah, Achterbahn, die fährt sogar. Ich sehe gerade nichts. Da ist einer. Ne, da ist irgendwas im Weg. Ah, oh, den halt so lange erstmal. So. Muss noch Missionen machen, fällt mir gerade auf. Muss, hier, wie heißt es? Wenn ich jemanden töte. Hier, verhöhnen. So. Einmal los. Los. Der Garten wird schon eingenommen. Ich hab noch gar nichts gemacht. Alter Schwede, ist das hier. Und die Eier, Eier, los, Eierbombe. Voll rein, easy kill. Alter, ist ein bisschen alter, der war mehr Glück als Verstand. Treffe halt gar nicht. Und ich mit der Drohne, mit der Kaktusdrohne, war viel einfacher zu treffen. Das finde ich persönlich. Was liegt einfach an meiner Maus? Ich bin mir da nicht sicher. Komm, mach den Kill. Nice. Gib mir den Kill. Dann halt nicht. Egal, ich habe 3 Kills gemacht. Garten wurde eingenommen derzeit. Nichts verkehrt gemacht. Ich würde halt gerne, also man sieht ja relativ wenig. Na, komm, 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 komm. Nice, nice, noch. Jawohl. Ja. Endkampf-Variante. Ich habe die Kanone auch noch nicht getestet. Das Fass habe ich ein paar Mal getestet. Das Fass ist not bad. Wenn du direkt neben einen stehst, ist eigentlich, glaube ich, meistens Insta-Tot, es sei denn, er ist eine, er ist ein Tank. Ein Tank kann es natürlich sein, dass er es überlebt. Was ist denn hier drin los? Was ist denn? Nicht runterfallen. Die ist Lava. Sehr nice. Wo ist die? Oh, ach du Scheiße. Das ist immer eine geile Map hier. Das ist ja mal eine geile Map. Zack. Hab ich den Kill gestealt. Danke für den Kill. Das ist eine coole Map hier. Also, echt cool gemacht. LOL. Muss jetzt rüberlaufen, sonst verbrenne ich ihn. Das ist ja sick. Hallo. Guten Tag. Hallo. Nein, ich bin nicht früh genug explodiert. Alter, der denn Wikinger? Wikinger-Outfit. Ich sag nochmal vorher. Full nice. Nein, ich bin nicht früh genug explodiert. Das war. Nicht so gut. Ich würde dann gerne mal eine Runde mit dem Papagei fliegen, der so relativ schwer hier steuern lässt. Komm ich überhaupt außen rum? Also. Vorlage. Ich sehe hier relativ wenig. Also wie gesagt, ich komme ja generell mit dem nicht so gut zurecht hier.
Relativ schwer zu steuern, der Spaß. Eier werfen. Eier werfen, ich will die Eier raus haben. Eier, 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 Eier. Gingen die raus? Die gingen raus, haben ein bisschen Damage gemacht. Die haben mich halt zu früh gesehen, aber halt, wenn man ein bisschen gefokust war, ist es halt nicht so immer so einfach. So erstmal Platz für die Kanone, um mich drauf zu setzen und dann mal, was die so drauf hat. Immer aus dem Weg. Ach, da waren noch die Erbsen. Ich dachte, das wäre einer von uns. Mit der Erbsenkanone. Aber wir leben mich halt nicht wieder. Wo steht denn der Teleporter zum Durchlaufen? Dort vorne. Alter. Schaden. War natürlich von der Seite, von wo denn sonst? Ja. Und die Gegner nicht mal gesehen. Ich halte mich von der Seite an, hinterlistiger. Hier kann ich ja gar nicht runter, oder? Kann ich hier runter? Hier kann ich noch runter. Spring doch, Alter, der springt nicht. Was ist das für ein Unmensch? Also mit dem Fass bin ich ultra langsam. Einfach ultra langsam. Ich dachte, das wäre normale Geschwindigkeit. Das war mal ultra langsam. Alter Schwede. Das haben wir für alle einmal gespielt. Jetzt kann ich noch ein bisschen mal was. Jetzt kann ich mal randommäßig spielen. Gucken, wie die Alten sich hier so schlagen. Die alten Charaktere. Alter. Naja. Naja. Haben wir es alle mal gesehen, aber die Runden sind extrem kurz. Zurzeit, das ist echt krass. Ich habe jetzt, glaube ich, nur einmal ein Finale gesehen. Ansonsten war es vorher immer vorbei. Wie häufig das jetzt schon in der ersten Runde vorbei war, ist schon krass. Aber das war's dann von mir. Alle Charaktere, glaube ich, einmal gezeigt, soweit ich weiß. Und damit verabschiede ich mich jetzt für diese Folge und sage dann ciao. Bis zum nächsten Mal.